Yo, servus Leute, willkommen zur nächsten Folge der FIFA 21 Dynamo Dresden Karriere. Heute geht es weiter. Wir haben den DFB-Pokal am Start gegen den SV Sandhausen. Zu Hause geht es. Danach haben wir das Fanfreundschaftsduell gegen den FSV Zwickau. Und zum Abschluss dieser Folge geht es nochmal gegen den Aufsteiger aus Saarbrücken. Und in der letzten Folge haben wir den Saisonauftakt gehabt, haben den ziemlich überzeugend abgeliefert mit 3 Siegen aus 3 Spielen. Gegen Hansa Rostock 4-1 gewonnen, gegen Viktoria Köln mit 2-1 gewonnen. Und zum Abschluss gab es ein klares 3-0 gegen den Halleschen FC. Und im Endeffekt gab es vielleicht auch von meiner Seite auch angestoßen so ein bisschen die Thematik, die Schwierigkeit. Wir spielen ja auf Ultimativ und der Wettkämpfermodus ist halt eben eingeschaltet worden von mir, weil es soll halt eben so schwer wie möglich sein, eigentlich. Allerdings ist das in der letzten Folge, in den letzten Spielen nicht der Fall gewesen, meiner Meinung nach. Und es kann gut sein, dass wir in dieser Folge so ein bisschen mit der Schwierigkeit rumspielen werden. Ich werde mal verschiedene Sachen ausprobieren, um zu gucken, ob das vielleicht dann auch anspruchsvoller ist. Ich habe mir da so ein paar Gedanken gemacht und mal gucken, wie wir das umsetzen werden. Ansonsten, im ersten Spiel werde ich das aber exakt so lassen, wie es vorher auch war, um eine Sache mir mal anzugucken. Und zwar spielen wir ja, wie gesagt, gegen den Zweitligisten mit dem SV Sandhausen. Und rein theoretisch ist der Kader ja von Sandhausen stärker als die wir in der letzten Folge gespielt haben. Zumindest minimal. Nicht unbedingt viel stärker, aber er sollte schon ein bisschen stärker sein. Und meine Vermutung ist tatsächlich, und das war in den letzten FIFA-Teilen auch der Fall, auch wenn das jetzt hier nochmal ein bisschen offensichtlicher ist, man muss natürlich jetzt auch bedenken, dass wir hier, ich sag mal, Live-Aufwertungen haben. Also beispielsweise Hartmann hat dementsprechend eine 73. Ich denke mal, wenn ich das jetzt so weitermachen würde, dann wüsste man, worauf ich hinaus möchte. Also die Mannschaft ist derzeit auf einem viel zu hohen Niveau, könnte man so sagen. Also normalerweise, wenn man sich das hier anguckt, fast jeder ist hier auf einer 70 unterwegs derzeit. Also zumindest in der Startelf. Kann vielleicht daran liegen, vor allem, weil ich halt auch im Anstoßmodus und das ist halt eben so ein Gegenbeweis, sage ich mal. Mein erstes Spiel, was ich mit Dresden gespielt habe, im Anschlussmodus, das war, glaube ich, das 4. oder 5. Spiel insgesamt in FIFA, habe ich gegen Saarbrücken gespielt, Legende mit Wettkämpfermodus, und das war wirklich schwer. Da habe ich 2-0 verloren sogar. Also, es kann schon daran liegen, dass wir hier diese Aufwertungen haben. Also, das ist zumindest eine Möglichkeit, die tatsächlich dafür sorgen könnte. Aber wir werden sehen, wie wir das in der Folge hier machen. Und jedenfalls, gehen wir rein, haben so ein bisschen was vor, denke ich. Dann möchte ich nochmal ganz kurz eine Thematik aufgreifen, die ich in der letzten Folge schon aufgegriffen habe, und zwar die Thematik mit Marvin Stefaniak. Natürlich weiß ich, dass nicht jeder unbedingt Stefaniak wieder zurückhaben möchte. Ich habe es halt einfach mal in den Raum geworfen, sag ich mal, weil ich persönlich schon Bock auf den hätte. Und natürlich weiß ich halt eben auch, das wird in naher Zukunft erstmal nicht passieren, weil ist halt einfach noch nicht realistisch. Geschweige denn, haben wir derzeit die Möglichkeit, ihn noch nicht zu holen, denke ich. Und natürlich muss es nicht Stefaniak sein. Natürlich können wir da auch aus der Jugend jemanden finden, der exakt da reinpassen würde oder wird oder wie auch immer. Das wird halt eben davon abhängig sein, wie die Zeit so passiert, sage ich mal. Und natürlich habe ich auch wieder Vorschläge von euch wieder in die Wunschliste gepackt und versuche, die nebenbei zu scouten und dann mal gucken, wie wir dann im Winter dann reagieren, wenn wir überhaupt reagieren. Aber ich denke mal, da werden wir schon den einen oder anderen zumindest leihen, um mal ein bisschen mehr Breite im Kader zu haben. Ansonsten möchte ich noch kurz etwas zeigen, was ich vielleicht privat gemacht habe. Und zwar habe ich mir 2 Scouts geholt, einfach allgemeine Scouts, um halt eben mehr Spieler zu scouten und gleichzeitig zu beobachten. Das Ganze war jetzt auch nicht wirklich teuer. Ich glaube, die beiden Scouts haben jeweils 150.000 Euro gekostet. Deswegen sind wir immer noch bei einem Transferbudget von 4 Millionen, was ich immer noch für ein bisschen zu viel halte. Aber wir müssen ja nicht unbedingt alles dafür ausgeben im Winter. Und ich glaube, damit bin ich dann auch erstmal mit dem Anfangsgeplänkel durch. Ansonsten könnte ich vielleicht nochmal eine Frage an euch stellen. Und zwar, inwiefern ich Trainings einblenden oder mit reinnehmen sollte in die Folge. Weil ich persönlich finde die in FIFA 21 ein bisschen unnötig zu zeigen. Weil im Prinzip sind es halt eben, wenn wir die Trainingseinheiten spielen, geht sich das halt eben nur um die Bissigkeit und um die Fitness aus. Und ich finde es halt irgendwie ein bisschen unnötig. Aber ihr könnt mir gerne mal da eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und dann ist es soweit. Das erste Mal, dass wir in dieser Karriere einen Scout-Bericht bekommen. Und zwar für die Jugend. Und da gucken wir dann auch mal zusammen rein. Da hat sich aber auch ehrlich gesagt nicht so wirklich viel verändert. Vielleicht haben sich ein paar neue Namen eingeschlichen, was die Jugendspieler angeht oder betrifft oder wie auch immer. Lian Brink zum Beispiel ist, denke ich, auch neu. Von der Art des Namens her, denke ich, auch wenn man hier sehen kann,
Großes Potenzial hat er nicht, aber im Endeffekt werde ich auch nicht nur Leute haben in der Jugend, die halt wirklich übermenschliches Potenzial haben. Das ist für mich nicht unbedingt realistisch. Ich denke mal zum Beispiel sowas wie Marco Walter wäre noch voll in Ordnung mit 80 Potenzial maximal. Wird natürlich auch noch sich ein bisschen verändern, also beispielsweise Lilian Brink könnte ich mir sehr gut vorstellen, ihn einfach mal in die Jugend mitzunehmen. Ich meine, die ist ja noch sehr klein. Ich denke, das machen wir sogar bei ihm, denn er hat einen Marktwert von 250.000 Euro. Das ist natürlich wieder so ein Indikator dafür, wie gut er sein könnte, also zum jetzigen Zeitpunkt. Und da er erst 16 ist, denke ich, nehmen wir den sogar mit in die Jugendmannschaft. Bei den anderen beiden würde ich jetzt erstmal sagen, dass wir das erstmal so belassen. Ich denke, ein Monat mehr könnte vielleicht da mehr aussagen als jetzt. Wir sind mittlerweile angekommen beim DFB-Pokalspiel gegen Sandhausen, zumindest am Tag. Und wir haben die ersten Scout-Berichte am Start, wie zum Beispiel Joshua Bitter, der auch in den Kommentaren genannt wurde, finde ich tatsächlich auch keine verkehrte Option an sich. Tempelmann ist zum Beispiel auch so, finde ich, interessant auf dem Level. Natürlich haben wir da auch zum Beispiel einen Johannina dabei, wäre vielleicht für uns interessant, um die Aufgabe vom Vorstand mitzunehmen, was die Markenpräsenz angeht, wo wir ja auch zwei Südamerikaner verpflichten sollen. Also zumindest hoffe ich mir da mal, dass wir, wenn wir auch eine Leihe machen bei ihm, wenn wir denn überhaupt eine wollen, dass das dann auch zählt. Aber ansonsten finde ich das Ziel nach wie vor ein bisschen fehl am Platz. Aber an sich wollte ich halt eben nur mal gezeigt haben, dass wir halt eben nebenbei ausgehörten. Ich könnte eventuell noch was zu den Hymnen erzählen, die ich ja auch einblende bzw. reinschneide in die Folgen, weil es halt einfach auch ein bisschen realistischer ist und es bringt ein bisschen Atmosphäre rein, denke ich. Es ist für mich tatsächlich ein Standard, den ich mir gesetzt habe. Das heißt, es ist eigentlich für mich normal, dass die dabei sind. Aber es freut mich auf jeden Fall, dass es bei euch gut ankommt. Generell ein dickes Danke für den ganzen Support in den letzten Tagen, der ist echt insane. Hoffentlich geht das noch so weiter und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Jedenfalls sieht man hier mal die ersten Ergebnisse aus dem DFB-Pokal. Beispielsweise Nürnberg wurde besiegt von Kiel, was ein bisschen überraschend kam. Düsseldorf kommt weiter, das war, denke ich, zu erwarten. Osnabrück schlägt Fürth mit 4:3 nach Elfmeterschießen und im regulären bzw. nach der Verlängerung stand es 4:4. Auch interessant. Wiesbaden schlägt den VfL Bochum. Das ist auch so eine kleine Überraschung, denke ich. Und ansonsten sind wir dann jetzt hier auch mal bei den Spielen von uns angekommen, wie zum Beispiel Dresden-Sandhausen, Türkgücü gegen die Bayern, also gegen die zwei Vertretungen der Bayern. Nach wie vor ein bisschen unrealistisch, weil die zwei Vereine ja nicht in dem DFB-Pokal aktiv sein dürfen. Aber EA kriegt das natürlich nicht hin. Nehme ich den aber auch ehrlich gesagt nicht böse, aber solange die halt nicht weit kommen, ist das okay für mich. Duisburg gegen Darmstadt finde ich persönlich sehr interessant, weil ich auch den MSV so ein bisschen verfolge, neben natürlich Gladbach. Die haben da schon eine Chance. Jedenfalls werden wir dann sehen, wie das Ganze ausgeht. Heidenheim gegen den HSV ist natürlich auch mal wieder so eine schöne Sache, weil in der letzten Saison Heidenheim ja den HSV praktisch von der Relegation weggetrieben hat am vorletzten Spieltag. Ich hoffe, der HSV bekommt keine Vietnam-Flashbacks. Also, naja, wie dem auch sei. Wir gehen dann rein ins Spiel gegen den SV Sandhausen. DFB-Pokal Runde 1. Dynamo Dresden empfängt den SV Sandhausen. Ein Verein aus der dritten Liga gegen einen Zweitligisten. Das verspricht doch eigentlich ein enges Spiel, denn so weit auseinander liegen diese beiden Ligen nicht. Dynamo Dresden ist mit Neutrainer Tahir Demirci sehr gut in die Saison gestartet. Es gab aus 3 Spielen 3 Siege und das auch ziemlich souverän, auch wenn gegen Viktoria Köln eher ein Arbeitssieg vonnöten war, um die 3 Punkte zu sichern. Beim SV Sandhausen, man konnte sich über die Jahre hinweg in der zweiten Liga etablieren und kämpft da immer mal wieder auch im Tabellenmittelfeld mit. Die Aufstellung von Dynamo Dresden am heutigen Tag: Kevin Broll im Tor, Löwe, Mai, Hartmann und Becker in der Viererkette, Wild und Stark auf der Doppel-6, Weihrauch auf der 8, Blachodimos, Hosina und Sascha Horvath, die 3, die es da vorne richten sollen bei Dynamo. Beim SV Sandhausen: Martin Freisel im Tor. Dann haben wir eine Dreierkette mit Nauber, Paurevic und Nils Röseler. Ein Fünfer-Mittelfeld mit Engels, Olsson, Natay, Scheu und Halimi. Und ganz vorne der Doppelsturm mit Buadus und Behrens. Und dann stehen auch beide Mannschaften bereit für diesen Pokalfight. Es verspricht, ein enges Spiel zu werden. Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Und Dynamo von links nach rechts in Durchgang 1 in den gelb-schwarzen Trikots gegen die weiß gekleideten Gäste aus Sandhausen. Dresden mit mehr Ballbesitz. Becker nochmal mit Will. Und da ist wieder Yannick Stark, der versucht es. Aber verzieht dann doch deutlich.
Das kann er auch definitiv besser. Aber immerhin haben wir hier mal die erste Torannäherung in diesem Spiel. Auch er der Bulligerische, aber mit sehr viel Erfahrung. Behrens im Strafraum von Dynamo. Nochmal Behrens, legt den Ball in die Mitte, Buadus und Halimi. Immer noch Halimi. Und Sandhausen führt. Besha Halimi bringt den Zweitligisten in Führung. Und das haben die Dresdner nicht wirklich gut verteidigt. Da kommt auch wirklich keiner in den Zweikampf rein. Löwe nicht. Zuvor konnte man Behrens nicht wirklich stoppen mit dem Pass in Richtung Mitte. Und dann steht es hier 1:0 für den Favoriten. Findet da Behrens. Das könnte gefährlich werden für Dynamo. Besha Halimi. Buadus mit dem Pass raus für Engels. 2:0. Doppelschlag Sandhausen. Und das war extrem gut gespielt. Von Buadus, der den Pass da rausspielt für Engels, der da auch wirklich viel Platz hat. Becker ist da zu weit weg von ihm. Und Engels bringt den Ball dann in die lange Ecke an Breu vorbei. Und Sandhausen zum 2:0 in Führung. Nochmal stark. Weihrauch. Hosina. Vielleicht ja jetzt mal die erste Möglichkeit, die dann auch mal aufs Tor geht. Von Dynamo. Aber kein Problem für Freisel ist. Halimi. Nochmal Buadus. Gut gesehen für Behrens. Broll ist da. Und Vlachodimos klärt zur Ecke. Ecke Sandhausen. Olsson von der rechten Seite wird den Ball reinbringen. Richtung Elfmeterpunkt kommt die Kugel. Rüsseler. Mittelkopf der Innenverteidiger. Aus den Niederlanden gekommen. Köpft den Ball hier über die Kasten. Mit Lukas Stohr. Gut reingechippt für Weihrauch. Vielleicht die Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu machen. Er macht den Anschlusstreffer. 1:2 nur noch. Und es sind noch 5 Minuten zu spielen. Geht da noch was? Schöner Angriff über den eingewechselten Lukas Stohr. Der chippt den Ball über die Dreierkette hinweg. Und der Laufweg von Patrick Weihrauch ist einfach auch gut. Den kannst du nicht mehr verteidigen. Und Weihrauch bringt die Kugel an Freisel vorbei. Zum 1:2. Dresden braucht den Ball. Sonst wird das nichts. Gut gemacht von Yannick Stark. Da geht jetzt vielleicht nur noch eine Chance. Will. Stohr nochmal. Horvath. Nochmal Stohr. Stark. Nochmal reingespielt für Stohr. Macht er den Ausgleich? Er macht den Ausgleich! 2:2 Dresden. In der 93. Minute kommt Dresden nochmal zurück. Und schießt die in die Verlängerung. Was ein Moralakt hier. Das war ein guter Pass von Yannick Stark. Und da sieht Freisel nicht gut aus. Den kann er vielleicht sogar Vorstor haben. Kommt da zu spät. Und dann ist da natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass der Ball nicht links am Kasten vorbeigeht. 2:2. Dynamo ist wieder zurück. Und damit geht es in die Verlängerung. 2:2 der Endstand nach der regulären Spielzeit. Hut ab, Dynamo. Das war in den letzten 10 Minuten echt stark. Sandhausen war eine lange Zeit die bessere Mannschaft. Und sah nach dem sicheren Sieger aus, ehe dann Lukas Stohr zweimal an den beiden Treffern beteiligt war. Und dann beginnen wir die Verlängerung. Nochmal 30 Minuten extra. Wer wird hier am Ende weiterkommen und in die nächste Runde einziehen? Ecke Weihrauch von der rechten Seite bringt den Ball da rein und findet da Yannick Stark. Sein Aufsetzer geht aber über den Kasten. Die nächste Möglichkeit für Dynamo. Sie sind jetzt deutlich besser im Spiel als zu Beginn dieser Partie. Hoher Ball für Königsdörfer, mittlerweile eingewechselt. Heute mal auf der rechten Seite für Sascha Horvath reingekommen. Königsdörfer, Flanke geht Richtung zweiter Pfosten. Da ist die Abusi. Aber Gerrit Nauber verhindert, dass er da drankommt. Guter Angriff von Dynamo. Wird dann nicht wirklich unter Druck gesetzt. Immer noch Diawusi. Jetzt mit Weihrauch. In die Mitte für Stohr. Der legt den nochmal ab für Yannick Stark. Yannick Stark. Abgefischt. Königsdörfer. Und dann ist es abseits.
da kann man auch mehr draus machen. Im Prinzip war es vorher sogar schon abseits beim Schuss von Yannick Stark, denn Königsdörfer steht da mitten in der Schussbahn. Im passiven Abseits. Olsson mit der anschließenden Ecke von der rechten Seite bringt den Ball da rein. Und die ist gut! Behrens! 3-2 Sandhausen! Und Dynamo kann es nicht fassen. Kevin Behrens bringt den SVS hier in Führung in der Verlängerung. Und das nach einer Ecke von der rechten Seite. Olsson bringt den Ball rein und da sieht Hartmann nicht gut aus im Zweikampf mit Behrens, der da den kürzeren zieht. Und der Stürmer, der nickt ein zum 3-2. Auch Löwe sieht am Pfosten da nicht gut aus. Und damit bleibt Dynamo nicht wirklich viel Zeit, um das Ganze hier nochmal auszugleichen und sich ins Elfmeterschießen zu retten. Und das war's. Sandhausen steht in der nächsten Runde im DFB-Pokal und schlägt Dynamo Dresden in der Verlängerung am Ende mit 3-2. Es war, wie schon erwartet, ein Pokalfight der Extraklasse. Sandhausen war das komplette Spiel über hinweg eigentlich die bessere Mannschaft, ehe dann 5 Minuten vor Schluss Dynamo Dresden dann auch mal das Tor treffen konnte und sogar noch die Partie für sich ausgleichen konnte. Man ging in die Verlängerung, war dann die bessere Mannschaft, also auf Seiten von Dynamo Dresden, kassiert dann aber kurz vor Schluss der Verlängerung noch den 3-2 Gegentreffer und muss sich hier geschlagen geben. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Dynamo Dresden verliert gegen den SV Sandhausen. Das ist das DFB-Pokal aus. Wie haben Sie es gesehen? Sandhausen war eine lange Zeit über die bessere Mannschaft. Wir haben erst gegen Ende des Spiels ein Spiel gefunden, noch den Ausgleich geschafft und sind dann in die Verlängerung gegangen. Waren dann die bessere Mannschaft, aber kassieren dann durch den Treffer von Behrens kurz vor Schluss das 3-2 und wir konnten darauf nicht mehr reagieren. Bitteres Ausscheiden. Es sah ganz nach einem Unentschieden aus, aber sie haben ein spätes Gegentor kassiert und verloren. Was ist passiert? Und was hätte ihr Team besser machen können? Hätten wir früher ein Spiel gefunden, hätten wir auch eine größere Chance gehabt zu gewinnen. Am Ende ist das Gegentor in der 118. Minute natürlich sehr bitter. Das war's auch schon. Vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Am Ende müssen wir uns im DFB-Pokal gegen den SV Sandhausen mit 3-2 geschlagen geben. Und da haben wir doch dieses anspruchsvolle Spiel, was wir doch haben wollten. Im Prinzip war es tatsächlich ultimativ und der Wettkämpfermodus, also eigentlich auch das, was wir in der letzten Folge gespielt haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Theorie, die ich am Anfang dieser Folge aufgestellt habe, auch stimmt. Also der SVS ist ein stärkerer Gegner als die meisten Drittliga-Vereine. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Live-Ratings, die wir haben, also dass halt zum Beispiel Kevin Breu halt derzeit auf der 75 ist oder Löwe auf der 75 und so weiter und so fort. Ich glaube tatsächlich, dass es damit zusammenhängt. Wir werden das jetzt erstmal so weitermachen und gucken, wie es so weitergeht. Als nächstes spielen wir gegen Zwickau, also Freundschaftsduell, beziehungsweise Fan-Freundschaftsduell. Und auch da wollen wir natürlich wieder einen Sieg haben, nachdem wir hier gerade eben so bitter ausgeschieden sind. Und dann kommt Marco Hartmann auf uns zu und da werden wir doch direkt mal drauf eingehen. Hat zwar gerade eben beim 3-2 nicht wirklich gut verteidigt bei der einen Ecke, trotzdem war es ein guter Fight von uns. Also da kann man der Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen, meiner Meinung nach. Und Marco Hartmann sagt, hey Boss, bei uns läuft es in letzter Zeit richtig gut. Sie wissen, wie glücklich ich bin, für Sie und diesen Verein spielen zu dürfen. Aber vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um über eine Vertragsverlängerung zu reden. Ich möchte nämlich gerne wissen, wie es um meine Zukunft aussieht. Da werden wir natürlich auch mal direkt antworten, denn Marco Hartmann ist, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, könnt mir da auch eine Bestätigung in den Kommentaren da lassen. Eigentlich ja auch der Kapitän. Ich glaube, er ist auch bei den Fans sehr gut geschätzt, beziehungsweise auch beliebt. Ich denke mal, da können wir auch drüber reden. Außerdem brauchen wir natürlich auch Erfahrung im Kader, das ist ganz wichtig. Und deswegen würde ich tatsächlich auch den Vertrag verlängern. Und deswegen antworten wir mit, ich bin froh, dass du bei uns bist. Das weißt du. Du bist für uns ein äußerst wichtiger Spieler. Bring weiter gute Leistungen, dann werden wir uns definitiv bald unterhalten. Und damit die Frage an euch, sollen wir Marco Hartmann verlängern? Ich persönlich bin dafür. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann sind wir wieder am Spieltag angekommen. Gegen den FSV Zwickau geht es Fanfreundschaftsduell. So sieht die Ausstellung aus für das Spiel. Broll im Tor, dann haben wir heute mal Meier auf der linken Seite. In der Viererkette hinten, Mai, Ehlers und Becker sind die restlichen Vertreter dieser Viererkette. Dann gehen wir weiter auf die Doppel-6 bzw. das Mittelfeld ein. Will und Stark sowie Patrick Weihrauch sind da in der Startelf. Da hat sich im Vergleich zum letzten Spiel nichts verändert. Und ganz vorne Diawosi neben Hosina und Sascha Horvath. Diesmal soll es wieder funktionieren.
Und wir wollen natürlich an dem Saisonstart weiter dran anknüpfen. Gehen wir ins Spiel und holen uns die nächsten 3 Punkte. Und dann stehen beide Mannschaften bereit in diesem Fanfreundschaftsduell. Dynamo Dresden gegen den FSV Zwickau. Beide sind eng in der Tabelle nach dem Saisonauftakt. Und der Schiedsrichter hat angepfiffen. Das Spiel beginnt. Dynamo von links nach rechts im ersten Durchgang in Gelb und Schwarz gegen die rotgekleideten Gäste aus Zwickau. Über die Mitte nochmal mit Paul Will. Weihrauch. Und da ist Platz für Philipp Hosina mit dem 1:0. Saisontreffer Nummer 5 für den Österreicher. Und da ist die Antwort von der Tahir Demirci gesprochen hat nach dem DFB-Pokal aus gegen den SVS am vergangenen Wochenende. Und das ging über die Mitte mit Paul Will und Patrick Weihrauch, der mal wieder an einem Tor beteiligt ist. Und der Abschluss von Philipp Hosina, der ist ganz stark. 1:0 Dynamo. Gute Balleroberung von Yannick Stark über Philipp Hosina und Sascha Horvath. Die nächste Möglichkeit für Dynamo. Und das war eitel von Brinkis im Kasten von Zwickau. Gut gesehen von Philipp Hosina, der da seinen Landsmann mitnimmt. Aber Sascha Horvath scheitert an Brinkis. Gegen Weihrauch setzt sich da gut durch. Königke Mitte, Pass raus für Reinhardt. Findet dann nochmal Davy Frick im Strafraum von Dynamo. Gute Übersicht, wieder für Reinhardt, geblockt von Mai. Die erste Möglichkeit für die Gäste aus Zwickau. Hosina kommt da gut vorbei. Philipp Hosina! Immer noch Hosina und Brinkis. Die Kugel allerdings noch nicht geklärt. Stark vielleicht nochmal aus der Distanz. Und dann hat Zwickau das Ganze unter Kontrolle. Ronny König nochmal starke. Ronny König, guter Pass in den Lauf für Davy Frick. Broll ist da, Reinhardt und Dresden klärt. Nächste Möglichkeit für Zwickau. Die werden jetzt ein bisschen gefährlicher. Frick mit dem Pass für starke. Nochmal Davy Frick. Gute Drehung da. Nochmal Starke. Und der Ball geht am Kasten vorbei. Zwickau ist auf jeden Fall gefährlich. Und hat auch die Möglichkeiten. Sie nutzen sie nur nicht. Starke wieder mit Schröter. Jetzt mal vielleicht Zwickau. Gerrit Wegkamp mittlerweile eingewechselt. Der sieht da Reinhardt. Ausgleich. 77. Minute. Und Zwickau schafft den Ausgleich. Von der rechten Seite geht es über die Mitte mit Gerrit Wegkamp, der eingewechselt wurde. Und da ist Robin Becker wieder mal nicht bei seinem Gegner. Bei Reinhardt, der dann den Ball an Broll vorbeibringen kann. Zum 1:1. Paul Will findet da Weihrauch. Rausgespielt für Königsdörfer, der ist gut, aber ein bisschen lang. Königsdörfer kriegt die Kugel nochmal. Und findet da in der Mitte Patrick Weihrauch. 2:1. Dresden mit dem Last-Minute-Tor. Mann, wäre das ein wichtiger Arbeitssieg für Dynamo. Im Fanfreundschaftsduell gegen den FSV Zwickau, die hier wirklich auch gut mitgespielt haben. Königsdörfer über die rechte Seite bekommt dann den Ball in die Mitte und findet da Patrick Weihrauch, der da auch nicht gut gedeckt wurde von seinen Gegenspielern. Und dann drischt er das Ding oben rechts in den Knick. 2:1 Dynamo. Und das war's. Dynamo gewinnt gegen den FSV Zwickau am Ende mit 2:1. Ein hart erarbeiteter Arbeitssieg, wie schon am zweiten Spieltag gegen Viktoria Köln. Auch hier steht es am Ende 2:1. Der FSV Zwickau hat richtig gut gespielt. War auf jeden Fall auch gefährlich. Und wenn die Chancenverwertung besser gewesen wäre, dann hätte man hier auch gut und gerne einen Punkt mitgenommen oder mitnehmen können. Aber am Ende entscheidet Patrick Weihrauch dieses Spiel zugunsten seiner Mannschaft und Dynamo Dresden. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Es war bis zum Schluss 5 eng. Sie konnten in den letzten 5 Minuten den Siegtreffer machen. Das war Glück, oder? Entweder das oder es war die Moral der Mannschaft, die am Ende dann für den Sieg gesorgt hat. Wir wollten unbedingt den Dreier mitnehmen. Weihrauch ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Er hat ein gutes Spiel gemacht und dafür gesorgt, dass wir am Ende auch die 3 Punkte mitnehmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir ohne ihn stehen würden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Und am Ende gewinnen wir 2:1 gegen den FSV Zwickau im Fanfreundschaftsduell. Ganz ehrlich, der FSV Zwickau hat richtig gut gespielt. Hätte auch gut und gerne einen Punkt verdient gehabt oder auch mitnehmen können. Da hätten wir uns echt nicht beschweren dürfen. Aber am Ende ist es ein Arbeitssieg, der dann durch Patrick Weihrauch in der letzten Sekunde praktisch zustande gekommen war. Ja, damit sind wir dann wieder an der Tabellenspitze, nachdem zwischenzeitlich mal ganz kurz 1860 vorbeigesprungen ist. Und ein Spiel haben wir noch in dieser Folge. Gegen Saarbrücken geht es gegen einen der vier Aufsteiger und eigentlich müssen da 3 Punkte her. Es wird aber trotzdem schwer. Aber zwischendrin, bevor wir gegen Saarbrücken spielen, bekommen wir dann nochmal ein monatliches Scouting-Update. Diesmal von unserem Franzosen, der dann in Österreich unterwegs ist. Und da gucken wir natürlich auch mal kurz rein und sehen dann folgende Spieler. Tim Sommer sieht interessant aus, jetzt schon. Mit 17 Jahren hat ein ordentliches Potenzial, wie es hier steht. Ansonsten, Ronald Schweiger ist auf jeden Fall mal zu schlecht. Jakob Grabner sieht auch gar nicht so schlecht aus, denke ich. Und Jürgen Neuburger, der wird halt eben, glaube ich, auch nicht wirklich was. Da wollen wir auch ehrlich gesagt nicht länger drauf gucken. Aber die beiden sehen hier eigentlich gar nicht so schlecht aus. Der eine hat 230.000 Euro Marktwert, der andere 180.000 Euro Marktwert. Beide sind 17 Jahre alt. Ich glaube, beide werden wir auch mit reinnehmen in die Jugendakademie. Und dann ist es wieder soweit. Wir sind am Spieltag angekommen, am letzten in dieser Folge. Gegen den ersten FC Saarbrücken geht es und wir beginnen mit folgender Aufstellung. Broll im Tor, Löwe, Hartmann, Ehlers und Becker in der Viererkette in der Verteidigung. Dann haben wir im Mittelfeld das gewohnte Duo mit Paul Will, Yannick Stark und Patrick Weihrauch. Und ganz vorne Diawosi, Philipp Hosiner, der beste Torschütze bei uns, und Sascha Horvath. Und damit gehen wir dann rein gegen den Aufsteiger und wollen dann natürlich wieder 3 Punkte mitnehmen. Yannick Stark über die Mitte für Patrick Weihrauch. Weihrauch mit dem hohen Pass für Sascha Horvath. Den könnte er nochmal rüberlegen für Philipp Hosiner, aber er macht selber. Daniel Batz mit der Glanztat direkt früh im Spiel. Über Weihrauch, über die Mitte soll es gehen mit Patrick Weihrauch. Und der sieht da Philipp Hosiner im richtigen Moment. Der Österreicher mit der Chance zum 1:0. Und natürlich musste er treffen. 6. Saisontor für Philipp Hosiner, der bisher in jedem Spiel mindestens einmal getroffen hat. Und hier macht er es wieder. Wieder nach Vorarbeit von Patrick Weihrauch, der da im richtigen Moment Philipp Hosiner sieht. Der da seinen Gegenspieler erwischt. Und dann bringt er den Ball ganz lässig an Daniel Batz vorbei zum 1:0. Diawosi gegen Barilla. Diawosi mit der Flanke und die ist nicht schlecht. Weihrauch und Daniel Batz, da hat der Weihrauch keinen Druck dahinter bekommen, hinter diesem Kopfball. Deswegen war es am Ende auch kein Problem für den Saarbrücker Keeper, da ganz leicht ranzukommen. Jakob. Hartmann verliert den Ball. Und dann setzt sich da Jakob durch. Und verpasst hier den Ausgleich. Da hat Dresden gepennt mit Hartmann und mit Löwe. Beide gewinnen den Ball und verlieren ihn direkt wieder. Und der Abschluss von Jakob, der geht dann links am Kasten vorbei. Raus auf die rechte Seite für Sascha Horvath. Hosiner. Philipp Hosiner. Philipp Hosiner! Versucht es mal außerhalb des Strafraums. Der Österreicher hatte das 1:0 erzielt in dieser Partie. Und da hat auch ehrlich gesagt nicht viel gefehlt. Und Dynamo wieder auf dem Weg nach vorne. Königsdörfer. Über Weihrauch. Und der steckt den Ball durch für den eingewechselten Kulke. Und der legt den nochmal quer für Diawosi. 2:0 Dresden. Ist das stark gespielt. Dresden erhöht. Durch Diawosi. Und Batz, der guckt da durch die Röhre. Kulke wird da geschickt von Yannick Stark. Und dann legt er den vor Daniel Batz nochmal quer, um halt auch wirklich sicher zu gehen, dass der Ball dann auch reingedrückt wird von Diawosi. 2:0 Dresden. Kulke über Königsdörfer und der legt den nochmal ein weiter für Diawosi. Dynamo ist schon wieder gefährlich in der Offensive. Diawosi in Richtung Mitte und der eigene Mann fast mit dem Eigentor. Da hat Saarbrücken Glück gehabt. Ganz stark gehalten von Daniel Batz. Und das war's. Dynamo Dresden schlägt den Aufsteiger aus der Brücken auswärts mit 2:0 durch den Treffer von Philipp Hosiner und Diawosi. Am Ende ein verdienter Erfolg für die Truppe von Tahir Demirci, die sich hier wieder durchsetzen können
in einem schweren Spiel gegen den Aufsteiger aus Saarbrücken, die ein bisschen zu ungefährlich waren in der Offensive. Bis auf den Einschuss von Jakob kam da nicht wirklich was auf das Tor von Kevin Broll. Und am Ende gewinnen wir auch das nächste Spiel in der dritten Liga gegen den 1. FC Saarbrücken. Haben damit dann nach 5 Spielen 15 Punkte auf dem Konto. Und man muss sagen, heute war es tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller als in der letzten Folge gestern. Und im Endeffekt kann es natürlich auch tagesformabhängig sein. Also FIFA ist halt eben so ein Spiel halt auch. Hast du einen guten Tag, funktioniert gefühlt alles. Hast du mal nicht so einen guten Tag, dann wird es halt eben schwerer. Und so ist es halt eben auch. Und natürlich kann es auch im DFB-Pokal anspruchsvoller gewesen sein, weil es ja eben der DFB-Pokal ist. Also bei EA ist es ja ab und zu auch mal so, dass verschiedene Wettbewerbe halt auch unterschiedlich schwer sind. Beispielsweise in FIFA 20 waren die europäischen Wettbewerbe Champions League und Europa League deutlich einfacher als die Bundesliga beispielsweise halt. Es ist halt eben so eine Sache. Aber heute war es deutlich anspruchsvoller, muss ich sagen, auch wenn wir dann natürlich gegen Zwickau knapp gewonnen haben und halt eben auch gegen Saarbrücken gewonnen haben. Aber es war auf jeden Fall besser als gestern. Das muss man kurz mal festhalten. Und wir gehen nochmal ganz kurz einen Tag weiter, damit auch wirklich der 5. Spieltag komplett durch ist, weil 1860 noch nicht gespielt hat zum Beispiel. Und dann gehen wir die Tabelle durch zum Abschluss dieser Folge. Und dann sind wir auch durch für heute. Dynamo Dresden in der dritten Liga nach 5 Spielen mit 5 Siegen auf Tabellenplatz Nummer 1. Spitzenreiter, gefolgt von 1860, die da 2 Punkte Rückstand haben auf Dynamo. Der VfB Lübeck weiterhin überzeugend auf der 3. Genauso wie Türkgücü, die dahinter stehen auf Platz 4. Beide Aufsteiger bisher mit einem guten Saisonstart. FC Ingolstadt auf der 5, Uerdingen auf der 6, Viktoria Köln auf der 8, SV Meppen auf der 9, Waldhof auf der 10, Zwickau auf der 11. Der Meister der letztjährigen Saison in der dritten Liga, die Bayern Zweitvertretung nur auf der 12, Magdeburg auf der 14, Rostock auf der 15, Duisburg nach wie vor unten drin auf Platz 16 mit 5 Punkten gerade einmal unterwegs. Es war kein guter Saisonstart für die Zebras. Der SC Verl, der nächste Aufsteiger, auf der 17. Kaiserslautern auf der 18. Auch für die sieht es nicht gut aus. Nach 5 Spielen. Haben auch so ein bisschen den Saisonstart verpennt. 19. ist der Absteiger neben uns. Der SV Wien Wiesbaden. 4 Punkte zum Saisonstart. Auch das ist kein guter Saisonstart gewesen. Natürlich die Absteiger sofort auch immer Favoriten für den Wiederaufstieg. Und dann nach 5 Spielen 19. zu sein, ist schon ein bisschen hart. Und letzter ist der letzte Aufsteiger in dem Bunde. Der 1. FC Saarbrücken, die noch kein Mal gewonnen haben, aber trotzdem sich gut verkauft haben gegen uns. Haben das ordentlich gemacht, vor allem defensiv. Offensiv war es ein bisschen zu schwach, aber sonst war es ein gutes Spiel vom 1. FC Saarbrücken, muss man sagen. Und damit ist das die Tabelle. Wir blicken ganz kurz nochmal auf die nächste Folge, die dann natürlich morgen kommen wird. Voraussichtlich um 16 Uhr, denke ich mal. Das ist eigentlich so der Standard meiner Folgen für Uploadzeiten. Das heißt, im Verlauf der Woche bis Freitag kommen die Folgen höchstwahrscheinlich um 16 Uhr, außer es verspätet sich vielleicht ein bisschen. Und geplant ist dann am Wochenende um 12 Uhr. Wobei natürlich durch die Länderspielpause das Ganze auch gut und gerne dann in dieser Woche noch auf 16 Uhr bleiben kann. Und wie gesagt, wir gucken mal ganz kurz auf die nächste Folge. Der SV Meppen ist unser nächster Gegner. Dann haben wir Türkgücü München, den VfB Lübeck und den Mitabsteiger aus Wiesbaden. Und ich denke mal tatsächlich sogar, dass wir das erste Mal dann eine Viererfolge haben werden. 4 Spiele in der nächsten Folge, denke ich mal, machen wir. Eventuell auch in der übernächsten Folge. Dann wird es aber auch wirklich schwer von den Namen her. Duisburg ist ein schwieriger Gegner. Uerdingen ist ein schwieriger Gegner. Dann haben wir 1860, die ja mit uns da oben an der Tabellenspitze rumgeistern oder mitspielen halt eben. Und Lautern ist halt eben auch ein Gegner, den man nicht unterschätzen darf. Schwieriger Oktober auf jeden Fall. Ich denke mal tatsächlich, wir werden hier sogar auch 4 Spiele mitnehmen in einer Folge. Dann haben wir die nächsten 3 Spiele mit Verl, Waldhof Mannheim und Unterhaching. Und dann sind wir auch schon gefühlt am Ende dieser Woche auch mit der Hinrunde fertig. Also das geht eigentlich relativ schnell. Jedenfalls, das war so ein bisschen der Ausblick auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bei uns läuft es derzeit, hoffentlich geht es so weiter. Und natürlich freue ich mich über den Support von euch. Wirklich ein fettes, fettes Danke. Und im Verlauf der nächsten Woche wird es wahrscheinlich dann auch die Live-Karriere geben. Also wir fangen dann an, auch in einem Livestream dann parallel noch eine Karriere an. Das ist zumindest der Plan für die nächste Woche. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Man sieht sich. Mach's gut. Ciao.